Moin, willkommen zurück zu Avatar. Ja, die erste Aufnahme mit meiner Fratzenwenigkeit. Musste die Spiellautstärke ein bisschen höher stellen. Ich kann es dann mal so ein bisschen reduzieren. Das dürfte jetzt zu wenig sein. Ja. Gucken wir mal, was da jetzt so los ist. Ja. Das Spiel an sich selber ist ja eher leise gehalten, obwohl das hier alles voll auf Zunder steht. Audio hier, wie ihr sehen könnt, alles auf 100% has. Und ja. Willst du machen? Wenn das Spiel leise ist, kannst du nichts machen. Ich kann ja meine Stimme auch noch mal so ein bisschen reduzieren. Dann ist das schon schön. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich da so gut jetzt hören könnt. Ich sehe hier die Ausschläge vom Spiel. Die gehen man gerade so beim Grün über die Mitte. Mein Lautsprecherpegel hier, meine Stimme, die da ist im gelben Bereich. Das sollte eigentlich ganz schicki sein. Komm, wir zocken jetzt einfach mal eben eine Runde und dann ist das Goodie. So. Ja. Und wo habe ich letztes Mal aufgehört? Habe letztes Mal so eine Riesenbasis übernommen, Hauptstory-mäßig. Jetzt ist die eine, meine Freundin oder Partnerin, die da mit angegriffen hat, die hat sich auf so ein Flugzeug gestürzt, ist dann abgestürzt und ja, jetzt heißt es wohl, die gute Tante suchen. So sieht das Ganze hier aus. ja. Ich kann ja tonmäßig hier nochmal was machen. Wieso du hier jetzt... Ich verstehe das irgendwie alles nicht. So, jetzt geht der Ton ein bisschen weiter nach oben. Gucken wir mal. Ja, er steigt. Jetzt haben wir 6%. Wir lassen es mal bei 6% dB. Jetzt haben wir fast im gelben Bereich. Jetzt ist einer gerade im gelben. Komm mal, wir gehen mal ein bisschen runter. Komm, wir machen mal plus 5,5 dB mehr. Obwohl, das ist schon zu viel. So, jetzt sind wir... irgendwas tut sich da im Spiel. Ich weiß auch nicht. Kommt der Sturm oder was? Oh, Gewitter kommt. Deswegen. Komm, wir machen das nochmal ein bisschen weiter runter. Wir machen mal 3,5 Dezibel mehr. Jetzt ist das schön im grünen Bereich noch. Jetzt sind manchmal Ausschläge in gelben. Ich denke, wir belassen das erstmal so. Schade, dass das hier nicht gespeichert wird. Einstellung. So. Ist zwar drin, aber so wie ich den Richter jetzt verstelle, dann ist wieder alles für die Binsen. So, wir haben hier schönes stürmisches Wetter, wobei ich höre auf dem Fernseher nichts. Was ist hier los? Ja, im Fernseher höre ich auch so gut wie nichts. Das ist dann auch ganz interessant. Ich will hier jetzt auch keine Doppelung hier produzieren. Ja, es ist natürlich dann immer Einstellungssache bei den Spielen, ne? Muss man dann immer gucken. So. Ja, ich hoffe, der Spielsound ist einigermaßen gut. Ich hoffe, dass mit meiner Stimme und mit dem Spiel. Wir sind im Spiel. Mit dem Spielsound ist einigermaßen so Ausgleich, dass man meine Stimme so einigermaßen gut hören kann. Ich sehe meinen Ausschlag hier von der Stimme, das geht in den gelben Bereich. Spielsound ist so im grünen Bereich noch. Das Unwetter ist vorbei, jetzt wird das Spiel wieder leise. Leiser, oh, jetzt geht es wieder ein bisschen lauter. Ja, ich hoffe, es passt so einigermaßen. Ist jetzt erstmal nur ein Testvideo.
Wir gucken mal rein hier. Quests, Hauptstory, 61 Meter. Sind wir hier von der Gegenwehr entfernt? Nimm die Fährte von Etovas Ikran auf und hilf ihr. Ich kann euch nur finden, indem ich die Enttarnungsfährte aufnehme. Sie wurde am Außenposten des Hydroölextraktor Alpha von einem RDA-Skorpion angegriffen. Ja, das war im letzten Video. Heute gibt es ja ein Upgrade hier mit meinem, mit diesem hier, mit der Fratze. Verloren und gefunden ist irgendwie hier eine neue auch jetzt. Ja, würde Sachen, würde Sachen, genau. Sachen, hä? So, dann gucken wir mal. Wo ist sie denn? Wo wollen wir denn hin? Was ist da denn da? Ach, medizinischer Korb. Ja, komm, den nehmen wir mal mit. Und er ist ja schon auf. Mein Heilungsbeutel ist voll. Ja, dann macht das Ding leer und dann ist das gut. So, wieso dampfst du da jetzt rum? Ja, Moment mal. Irgendwas, hä? Ja, warte, warte, warte. Hä, das muss ich. Ich muss den jetzt noch mal spielen? Ja, aber wieso? Oh, hey, Leute. Ach, nee. Fährte. Ja, sie ist da irgendwo im Wald abgestürzt. Ja, okay. Dann habe ich ja nochmal Glück und Unglück. Ich brauche das ja denn doch nicht machen. Gut. Na, das war jetzt aber. Ja, ich muss auch mal sehen, dass ich so langsam mal hier mein Fell abrasiere im Gesicht. So, jetzt gucken wir hier mal. Ja, ich muss hier so ein bisschen. Ich habe so das Fenster hier im Fernseher. Ich kann manche Sachen nicht einsehen. So, wo muss ich denn hin? Da. Das ist definitiv, wofür ich mich gemeldet habe. Da dachte ich, dass jetzt Ruhe herrscht und dann fängst du an zu labern. So, dann markiere ich jetzt erstmal meine Freunde hier. So. Weil wenn die markiert sind, verursache ich mehr Schaden. Ja. So. Was ist das da? Eine Blume. Okay. Da ist sie, glaube ich, abgestürzt mit dem Hubschrauber. Wo ist meine. Oh, ey, hallo. Shit, wie ging das denn jetzt noch? Ah! So, Mal sehen, auf Langbogen. was für eine Mission wir heute geschickt werden. Die Sonnenaufgänge hier sind echt schön. Boah, nur noch 16 Stück? Wahnsinn! Muss ich ja mal ein bisschen was einsammeln hier. Und der ist auch so geil. Erst hat man da voll viel von und dann mit einmal sonst sieht noch man. Jemand im Land Oh, was ist das denn alle? Ich will nichts mehr hören. Verstanden? Ja, zum Oberpupsi. Ja, komm her. Verloren. Hä? Wie verloren?
Oh nee, ne? Wir haben alles verloren. Ja, das hat mal eben keinen Sinn mehr, ne? Jetzt werden wir verloren haben, ja. Na gut, Leute, das war's denn, ne? Können wir das Spiel beenden? Gut, bin durch. Nein, Spaß. So. Dann. Gucken wir mal. Hier ist immer noch irgendwie voll die Seuche am Start. Irgendwie wird das hier nicht regeneriert. Wo bin ich denn hier auf meiner Map? Ist da noch irgendwo ein Turm oder was? Nee. Ja, aber. Ist hier noch irgendwo. Was ist das denn? Da ist das jetzt. Oh. Ja, siehst du, ich sollte ja dahin. Das muss ich erstmal untersuchen jetzt. Jetzt kann ich auch in Ruhe kicken. Kicken. In Ruhe gucken. Ja. Ja, wie? So. Was, wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, die ist doch hier jetzt abgestürzt. So. Ja, und nun? Was soll ich jetzt machen? Jetzt muss ich hier, hier drin im Wasser nach irgendwas suchen oder was? Oder. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, den alten Schnöpsel habe ich weggeschossen. Nochmal eben schnell mal aufnehmen hier. Ja, weiß ich auch nicht. Läuft. Läuft ganz gediegen, Leute. Vielleicht hier diese rote Fährte noch da machen. Talus Fährte. Ah! Okay. Achso, er ist also hier ganz durch das Wasser gestupfelt und dann ist er hier oben raus. Ah, okay. Mann, das ist aber auch ein Stress, ey. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen, denn. Dass man denn auch hier schön. Komm, wir beeilen uns mal so ein bisschen. Weil ich habe keine Ahnung, wie weit, wie oder wie viel Missions ich hier jetzt noch von dem Finale entfernt bin. Weil da habe ich mich nämlich jetzt noch nicht schlau geguckt. Ich kann euch da jetzt kein Update geben. Ich bin der Meinung. Hat sie die denn jetzt gesehen? Ah. Ah, okay. Cutscene. Ruhig, hallo, ruhig. Etua? Etua? Wach auf. Öffne die Augen. Komm schon. Da. Es hat geklappt. Siehst du? Die Blüten öffnen sich. Die Kinglor können wieder trinken. Bitte, ich. Was kann ich denn tun? Oh ja, Nahrung essen. Oh. Das ist ja auch so ein Ding, was mir ja voll Spaß macht, ne? Ständig dieses Essen. Ah.
So, was jetzt? Sprich mit eurer. Jetzt habe ich das nicht schnell genug gelesen. Ja, ich habe den Vorrang. Wo ist der Point zum Hinwandern? Da muss ich hin. Da muss ich hin. Und ich muss dahin. Komm, wir machen jetzt mal eine Schnellreise. Könnte da zwar jetzt auch hinlaufen und fliegen und die Pferd mir da aneignen da. Und dann wäre ich da, könnte ich da mit dem Pferd auch hinreiten. Das habe ich auch freigeschaltet. Ja, können wir hier mal kurz reingucken. Fähigkeiten. Das ist einmal dieses hier. Da kann man hier einmal Luftfischen ist wichtig. Dann fliegt man einfach so übers Wasser. Und dann sieht man da ja auch in dem Vorschauvideo, dann wird das halt eben weggeschmopft. Ja, dann habe ich hier Luftfischen Nummer 2 habe ich auch noch frei. Entschuldigung. Luftfischen habe ich Nummer 2 habe ich auch freigeschaltet. Erhöht denn die Energie, die dein Ikran durch das Fressen der von Fischen denn erhält. Also dann lädt sich die Energie weiter auf und dann hast du mehr davon und dann musst du nicht so oft futtern. Und es gibt auch nochmal einen dritten, kann man machen. So viele Punkte habe ich nicht. Dann kriegst du noch mehr Energie. Ja. Dann habe ich unter anderem noch das hier freigeschaltet. Harmonisches Reiten. Tiere, die keine Raubtiere sind, reagieren nicht auf dich, wenn du in ein Schreckenspferd bist. Ja. Okay. Die Ausdauerkosten für dein Ikran, für Manöver und Fassrollen, für Flugschübe werden halbiert. Okay. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte hier das mit dem Schreckenspferd, also dass man hingeht zu dem Pferd so, bist aber liebes Pferdchen, so angestöpselt, fertig. Nee, das ist jetzt doch noch irgendwie was anderes. Ups, dann habe ich da was Falsches geupgradet. Ja, macht ja nichts. Verbesserte Energie und Luftangriff und, ach Gottchen. Dazu muss ich aber den hier das erstmal wieder freischalten und dann kann ich das machen und dann... ja, gut, wisst ihr da auch Bescheid. Kann man da freischalten. Also das mit dem Pferd braucht ihr jetzt nicht freischalten, da habe ich jetzt verkehrt geguckt. Wichtig ist halt eben dieses Luftfischen. Luftfischen 1 und Teil 2 könnt ihr euch freischalten. Hier gibt es natürlich auch noch Teil 3. Ob ihr das denn macht, dat, ja, müsst ihr selber wissen. Für mich reicht das jetzt. Das habe ich für mich abgegradet und ja. So, Uschi oben, da alles klar, muss ich hin. Gut, weiß nur nicht, läuft. Ob ich es kann. Die Sarentu kannten viele jetzt sehe ich natürlich hier durch das helle Fenster im Hintergrund natürlich ganz viel. Verwandte der fünf Schwestern. Was hat die Sarentu als nächstes vor? Oh. Bin ich wieder draußen. Okay. Ja. Gott hat recht. Gut. Ich muss ja aber irgendwie... Ich muss ja dahin. Ich kann da auch irgendwie nach oben laufen, aber nur ich sehe das hier momentan gerade sehr schlecht. Moment. Geht das hier nach oben? Ey, was ist da los, Mann? Müde oder was? Hallo? Hast du was reingepfiffen, ne? Alles klar, läuft. Ey, ich finde das aber auch schon mal geil, wenn man dann mal so guckt. Kann man das im Video sehen? Du siehst gut aus. Danke schön, danke. Ich habe mich nur noch nicht rasiert. ja. Muss man dann mal gucken. Geht das hier denn jetzt nach oben? Da oder was? Boah, ich kann absolut nichts sehen hier, ne? Durch das Fenster da im Hintergrund.
Da war ich ja. Oh, irgendwo komme ich hier nach oben, das weiß ich. Hier ist die Küche. Können wir was kochen? Da könnt ihr natürlich hochwertigere Nahrung herstellen. Dann könnt ihr natürlich. Kriegt ihr natürlich auch noch mehr Energie. Der Rhythmus. Du könntest das Ding in nur eine Farbe tauchen. Ich sehe das. Du willst dich verbessern? Oh, das ist eine Verschlechterung. Das ist eine Verbesserung. 55er Schaden. Knorke. Geil. Ist aber auch jetzt so. Ja, da verbessert man sich auch. Das ist eine Da verbessert man sich auch. Das ist wieder schlechter. Ja, wie man es denn halt eben so. Pfleg deinen Bogen gut. Jawohl, Sir. Weißt du, was am Stein klingt? Da geht's nach oben. Die Jäger haben darüber gelacht. Ja, Bingo. Ja, das ist wieder mit Umwege. Wie beunruhigend. Aber es wurde niemand verletzt. Und der Wandschmuck hängt wieder. Ah, Cutscene. Etua ist verletzt. Versammle die Jäger. Wir fliegen sofort los. Etua! Du hast Schuld. Es war dein Plan. Vater, stopp. Stopp! Seht. Sie trinken wieder selbst. Was ist geschehen? Es waren die Himmelsmenschen mit ihren Flugmaschinen. Ihr seltsames Signal hat die Blüten verschlossen und die Ginglore aus ihren Nestern vertrieben. Nur die Sarentu hat mir geglaubt. Sie hat es gefunden und zerstört. Allein. Ich wollte es euch sagen, damit ihr mit mir kommt. Doch die Sarentu hat unsere Heimat gerettet. Genug. Etua hat recht. Es herrscht Krieg. Und Ewa schreit vor Schmerzen. Doch wir werden ihr Flehen nicht länger ignorieren. Etua und ich kämpfen an deiner Seite und führen unseren Clan zusammen. Sie werden uns kein Leid mehr zufügen. Wir werden das Land und den Himmel von ihnen befreien. Für unsere Kinder. Und deren Kinder. Pandora wird frei sein! Geil. Wir haben endlich einen Flügel, Bro. Was hab ich dir gesagt? Ich hab sofort an dich geglaubt. Ganz erwachsen, bereit auch so auszusehen, Kriegerin des Volkes? Lasst alle Clans wissen, dass die Aranahe sich nicht vor dem Kampf scheuen. Jo, danke, ne? So, jetzt habe ich da ja wieder eine Mission abgeschlossen. Ach, cool. Ja, ich sollte eigentlich auch jetzt denn auch Erfahrungspunkte kriegen. Mal gucken, ob ich die kriege. Der Clan der Wanderer. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Man muss... Hey, die Daten aus dem Radarnetzwerk. Sie haben alles im Kinglorwald untersucht. Die Karte ist sehr detailliert.
Zeigt sie, wonach sie gesucht haben? Leider nicht. Nur grobe Daten. Vielleicht sind dort Mineralien. Und wann kommst du nach Hause? Alma möchte mit dir über unsere Navi-Freunde sprechen. Ich komme euch bald besuchen. Das ist wieder so ein... Es ist wie beim Mass Effect. Du machst eine Mission fertig. Sehr schön, dass du das geschafft hast. Es ist toll. Hier hast du ein paar Sachen. Hier hast du 5 neue Missionen. So, beeil dich. Du hast nur 5 Sekunden. Mach zu jetzt. ja, gut. Das war jetzt mal eben die oder das Ende von der angefangenen Mission vom letzten Video. Jetzt ist das on tüt. Ja, jetzt können wir quasi gesehen rausgehen. Gucken wir mal, wo müssen wir hin? Hier wird, glaube ich, so nichts angezeigt. Hier kann man so sehen, hier wo die Äste hingehen, da sind dann auch so irgendwo so Verbindungs, andere Navi, irgendwo, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Arm hier schon ziemlich weit ausgewachsen. Also ich habe hier schon was Schönes erkundet. Also wenig habe ich noch nicht erkundet. Also es ist dann schon noch eine Menge, die ich schon erkundet habe. Ja, hier ist natürlich Dampfaußenstelle Bravo. Da, ja, das ist noch Level 12. Bin jetzt Level 9. Ja, ich habe eigentlich vor, keine weiteren Nebenmissionen mehr zu machen, weil ich merke nämlich, ich habe zu viele Nebenmissionen gemacht und jetzt habe ich auf das Spiel irgendwie so kann ich nicht mehr richtig los, so irgendwie, keine Ahnung. Ist aber trotzdem richtig geil, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich versuche jetzt nur die Hauptmission durchzudaddeln und dann ist das auch erledigt. Ihr seht ja, was ich alle schon gemacht habe. Hier alles noch, hier die ganzen Türme hier, das war auch alles, das könnt ihr noch finden. Das ist ein Feldlager, die könnt ihr denn da machen, da könnt ihr da auch eine Schnellreise hinmachen, wie ihr sehen könnt. Und ja, also ein Tüdelkram halt eben, ne? Das habe ich natürlich alles gemacht und jetzt ist natürlich die Lust gerade so ein bisschen gegen Null. Ich möchte am liebsten ein neues Spiel zocken. ja. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie das ausschaut mit den Spielen. Ob ich die komplett zu Ende spielen soll oder ob ich da einfach das nur anzocken soll. Mal nur mal eben so reingucken, wie das so ist. Und dann, ja, deinstallieren das Spiel, nächstes Spiel, fertig. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Weil so zocke ich die Spiele dann immer durch und dann, ja, weiß ich gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen wollt, möchtet, wie auch immer. Wie ihr sehen könnt, ich habe ja nun schon auch einiges so erkundet. Also wenn da kein Interesse mehr besteht, da weiter zu gucken, dann schreibt mir das in die Kommentare und dann kill ich das Spiel runter und dann schmeiße ich das Spiel ein anderes Mal wieder rein und zockt denn da weiter oder was, keine Ahnung. Das müsst ihr denn für euch selber, denn müsst ihr selber wissen. Ansonsten zocke ich hier noch weiter und dann ist das gut, ne? Ich merke aber gerade so ein bisschen, so ein bisschen Verschleiß an dem Spiel, ne? So ein bisschen, boah, wieder so langwierig und ja. Es ist, Open World ist zwar schön, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe so den Drang gar nicht mehr nach, danach so irgendwie. Irgendwie vermisse ich so die Spiele, wo man so, ja, ein gerader Weg, ne? Also, da gibt es keine Abkürzung. Habe ich auf PS4 ging das schon los, so, aber ja, gut. Läuft, ja. Gut, dann soll das gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der Sache hier. Und. Sie hat behauptet, sie kann von den Waldgeistbögen aus ins Wasser springen. Sie will dich auf den Schweif nehmen. Ich weiß nicht. Es könnte möglich sein. Wenn man vom kleineren Bogen aus springt. Ja. Du siehst gut aus. Dankeschön. So, wo komme ich denn jetzt nochmal raus? Da! Es Ausgang. Wird alles besser werden. Ja, so. Ja, Leute.
Soll jetzt nicht heißen, weil ich da jetzt keinen Bock mehr drauf habe, dass das Spiel kacke ist. Auf keinen Fall. Das Spiel ist richtig gut. Es ist halt nur langwierig. Ne? Man kann viel erkunden. Da kann da gucken und hier gucken und da gucken. Ich versuche natürlich jetzt so schnell wie möglich jetzt die Hauptmission durchzuspielen und dann mal schauen, was wir denn spielen. Weiß ich noch nicht. Entweder ich hole ein PS4-Spiel rein oder nochmal ein 5er-Spiel. Keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken. Ne? Gucken. Ich muss jetzt auch gleich wieder meine Tochter abholen. Das ist schon mal 11:45. Und ja. Ne? Ja. Ist aber auch schon alles schön. Also das muss man sagen, das haben sie gut umgesetzt. Ja. Bin jetzt auf das neue Star Wars Spiel gespannt. Star Wars Outlaws. Gucken, was da so bei rauskommt. Bin ja momentan auch gerade so ein bisschen im Star Wars Hype, so ein bisschen, so ein kleines bisschen. Ich habe ja schon ein Star Wars Spiel, habe ich ja schon durchgespielt. Und ja, und keine Angst, alle Spiele, die ich jetzt spiele, ist hier mit meiner hässlichen Fratze da, so das hier, dieses, das hier so. Könnt ihr jetzt meine Fratze begutachten. Und ja, guti, so viel erstmal dazu. Dann habt ihr da jetzt erstmal ein bisschen wieder was zu gucken gehabt. 30 Minuten haben wir rum. Der Heimatbaum braucht deine Hilfe. Ja, ist schon klar. Alle brauchen meine Hilfe. Ich brauche Hilfe. Jemand braucht Hilfe. Du brauchst Hilfe. Ich brauche Hilfe. Alle brauchen Hilfe. Gut. Ja, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, einfach ein Abo dalassen, Daumen nach oben drücken. Und ja, haut was in die Kommentare rein. Soll ich hier weiter zocken, nicht weiter zocken? Das ist die große Frage. Vielleicht habe ich das jetzt auch ein bisschen zu spät gesagt, glaube ich. Gut, gucken wir mal weiter. Ja, gut, so viel dazu. Dann habt ihr was zu gucken und dann hört und sieht man sich in einem neuen Video. Und dann würde ich sagen, sieht man sich. Ciao, bleibt gesund.